Ach ja, Leute, lebt ihr nicht einfach auch das Leben als Rüstungsständer hier in Apollo? Nämlich, ich mag das Leben hier. Damit willkommen zurück für Minecraft Apollo. Ja, ich mag die Rüstungsständer, die Rüstungsständer. So, genau, wer die Folge vorhin nicht gesehen hat, da hat sich irgendwie Goldie, wie man hier sieht, in Regenbogenschaf verwandelt. Ich habe keine Ahnung warum. Und, oh. Es kann hier, es hat so eine Dings und ich bin schon wieder. Es hat so eine neue Fähigkeit hier freischalten. Mit, einem Feuerdingsbums. Ja, Goldie. Dann geht das weg. Hinten liegt das Ding, schau halt, dass nicht alles irgendwie abfackelt und dass du nicht irgendwie komplett die Bude fackelst. Warte, Goldie, okay, wir machen eine Regel, Goldie. Du machst das nur mal draußen, okay? Nicht bei immer Haus hier drinnen. Und genau, wie gesagt, wer vorhin nicht gesehen hat, ich habe hier auch einen riesen Gang gebaut. Und ja, wie gesagt, schickt mir Fans hier ein. Bei Discord oder auf Instagram oder auch auf Twitter. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Twitter, Jonas3300. Auf Instagram, Jonas33-official. Oder auch der Discord, Link in der, also zweiter Link in der Beschreibung. Also checkt unbedingt auf, einfach auf den Link in der Beschreibung klicken und auf Discord joinen klicken. Da könnt ihr auch bei Bilder oder bei Fanarts, könnt ihr meine Bilder einschicken. Und dann sehe ich die. Und die coolsten Grünen werden eingefügt. Am Anfang werden, glaube ich, aber alle eingefügt. Also sehr große Chancen, ja. Und, genau. Die Folge wollte ich nämlich was richtig Witziges machen. Und, ja, genau. Nämlich habe ich hier, was richtig Cooles rausgesucht. Nämlich habe ich hier, Zungenbrecher, ja, Leute? Wie wir im Livestream vorigen Freitag vor 5, 6 Tagen, 5 Tagen, glaube ich. Ne, warte mal. 5 Tagen? 7? Ja, 5 Tagen, 4 Tagen? Irgendwann haben wir nämlich rausgestellt im Livestream, wenn ihr es nicht gesehen hat, dass ich sehr schlecht in Zungenbrechern bin. Ja, was ist denn, meh? Und, genau. Ich habe nämlich ein paar Dings hier. Dings hier zum Beispiel. Eins war auch beliebt im Dings hier. Im Livestream, dass ich einfach nicht zusammengebracht habe, das auszusprechen, ja. Also, Zungenbrecher geht so. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Leute, ich bring's einfach nicht zusammen. Brautkleid bleibt Blaukraut. Okay. Das war einer, ja. Was gibt's denn noch? Wenn der Benz bremst, Benz bremst Licht. Leute, das ist echt. Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremslicht. Wenn ich weiß, was ein Benz ist. Benz ist ein Mercedes-Benz. Oh mein Gott, Mercedes-LP. Und der Zungenbrecher hier. Warte, wo war der? Hat die Maus die Mandeln und das Marzipan gemaust? Okay, das ist nicht so gut. Der Metzger wetzt das Metzgemesser auf dem Metzger-Wetzstein. Auf das Metzgers-Wetzstein wetzt der Metzger das Wetzgemesser. Leute, ich hasse einfach Zungenbrecher, ja. So, nämlich wollte ich heute eigentlich hier... hier etwas weiterbauen. Und ich wollte noch schauen hier, ob ich irgendwie irgendwas machen kann. Ich habe nämlich... wo ist eigentlich meine Chisel? Meine Chiselridino hier. Da, meine Chisel and Bitteridino. Ich glaube, die ist weg, oder? Ist sie hier drinnen? Nee. Chiselridino. Ich glaube, die ist weg, oder? Wir machen uns nicht eigentlich nochmal eine Chisel. Ich glaube, mit Holz und mit so ganz normalen... Was ist das für ein Chisel? Ich glaube, das ist die alte Chisel. Mit einem Diamant und mit einem Stick. Oh, ich habe Damage bekommen. Mit einem Diamant und einen Stickerino. Ich wollte eigentlich demnächst hier ein... warum gebe ich das her rein? Eine Dingse machen. Eine Konstruktur. Nennen wir es eine Statue von anderen Spielern hier. Oder einfach... Ich mache einfach, glaube ich, Tobs eine Statue, wo er einfach stinkt. Okay, Leute. Nee, das ist schon alt, ja. Tobs stinkt ist schon alt. Und, ja, und Goldie, du kannst oben bleiben oder einfach hier runter. Oder, stimmt, Goldie, komm mal hier schnell mit. Goldie überlebt es einfach. Komm nicht schnell mit, weil ich wollte heute eigentlich mit Goldie hier in die Mine gehen. Und, genau, Folge habe ich nicht, euch nämlich hier versprochen, dass ich hier die Ice Love Story hier weiter erzähle. Jo, wo bist du, Goldie? Goldie? Ich bin im Haus, ich bin im kleinen Haus. Ah, hier bist du, Goldie. Komm mal mit hier, Goldie. Nämlich, müssen wir deine Fähigkeiten, schauen, wie sie funktionieren oder wie sie visuell ausschauen und so. Genau. Nämlich wollte ich hier auch jetzt noch sagen, dass einer hat auch geschrieben in den Kommentaren, dass Goldie, ja, genau du, dass du aussiehst wie einfach ein Papagei. Also es kann wirklich stimmen, aber Papagei ist nicht ganz Regenbogen, aber, wow. Ja, ja, da bist du gleich böse. Ich weiß, Goldie. Komm runter, Goldie, ja. Komm. Put. Okay. Das kannst du gleich bei den ganzen Monster machen, ja. Beziehungsweise zur Eisen-Golem-Story, zur Ice-Off-Story. Ja, vorige Woche am Freitag in, da wo ich auch gelivestreamt habe, nur davor,
Habe ich halt hier so Dings, weil ich muss mir hier ein paar Dings machen. Leute, können mich einfach gar nicht angreifen, lol. Hallo? Ah, jetzt! Und da war es richtig cool. Also in Wien, am Rathausplatz war das. Und ja, ich habe einen Summoner Warp. Und genau. Leider haben wir auch gesagt, hier, da waren wir nicht auch in der Mine. Leider haben wir kein Dings gefunden. Kein, was ist das? Kein Dingszeugs. Weil ich habe irgendeine Box gekriegt. Zieht sie an. Am besten nicht zu viel, sonst brennt hier die Mine ab, obwohl das gar nicht funktioniert. Okay. So, warte. Man muss aufpassen, Goldie, weil sonst, ist der Loot im Feuer, ja? Die Eislaufen. Ich könnte mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Eislaufen wart. Weil ich erkenne viele, die gar nicht mal Eislaufen schon mal waren, ja? Ja, kill ihn. Nice, ich brauche den Stuff eigentlich eh nicht. So, Goldie, komm mal mit. Wir machen den Livestream hier, geschaut, hier ist noch einer. Ob es irgendwo eine Dingsmine gibt. Eine, Kristallhöhle oder Mine, wenn man sagt. Genau, ja, kannst anbrennen. Wir brauchen hier ein bisschen Zombies hier. Weil, ja, so ist dann. Weil wir brauchen halt doch die eine Quest hier. Und genau. So, jetzt schauen wir mal hier irgendwie rüber oder so. Hier drüben war ich noch nie. War das eine Spinne? Komm mal mit Goldie. Goldie, die Moldie, Dolly. Ob wir hier irgendwo eine Kristallhöhle finden. Und hier ist wieder so einer. Das sind Überdings. Nein, ich habe keine Pfeile mehr. Oh nein. Nein, habe ich keine Pfeile mehr zum Schießen. Ich habe die, glaube ich, zu Hause eingelagert nach dem Stream unabsichtlich. Das sind Überdings. Mal, hör mal, warte mal. Oh nein, ich sterb gleich. So. Hör mal kurz auf, nicht ohne. Also mach kurz kein Dings, kein Feuerdings, Goldie. Bleib mal kurz, Goldie. Weil der ist echt wichtig hier. Der, weil der droppt richtig gute Sachen, Goldie. Und die. So. Nice! Ist er gedroppt? Sweeping Edge, das ist gut. Ich glaube, das ist ein neues Enchantment auch. Also von daher relativ gut. Und, ja, ich baue mich mal hier irgendwo in einer Richtung, wobei mir hier, ich gehe mal wieder runter, weil hier ist relativ wenig gutes Zeug, wo sammeln da, jubei. So. So, hier ist unsere Mine und, wir können davor hier gehen, aber, wo gehen wir hin? Wir sind voriges Mal, da vorne in die Richtung gegangen, ich weiß gar nicht, welches Ding es ist, Norden, Osten. Können wir mal weiter weggehen hier. So. Aufsammeln. Und ja, eigentlich brauchen wir den nicht wirklich killen, Goldie. Ja, kannst einfach anbrennen hier. Aber killen brauchst du nicht unbedingt. So, Goldie, du kannst mal irgendwie schauen, dass du andere Monster killst. Ich muss mal natürlich schauen, dass ich hier weiterkomme. Und hier einfach anderes Zeug finde. So, hallo. Hallihallo. So. Ich denke, hier ist nicht wirklich was. Leute, ich glaube, ja genau, hier waren wir auch im Stream. Leute, ich glaube, Mine gehen wir in die nächste Folge und so. Und ich würde mal sagen, dann gehe ich jetzt erstmal nach oben. Ha, ob hier wieder oben, jo, mei. So, jetzt wollte ich spreche schon wieder über Franzl, auf Franzlerisch. Wollte ja schauen, was ich ein paar hier Dings habe. Boah, hier. Wer die Franzl-Dings hier nicht eigentlich gesehen hat, kann sie mal auschecken hier. Ja, stimmt, hier haben wir eine neue Quest bekommen. Verbringe eine komplette Folge nur mit deinem Haustier. Haben wir das nicht immer eigentlich? Nee, warte mal, ich kann eigentlich mal auf Erkundungstour oder so mit meinem Haustier gehen. Beste Freunde, erreicht die Evolution deines Haustiers. Warte mal, deines Haustier. Erreicht die Evolution des... Hä, hey, wie ist das gemeint? Erreicht... Level up, erschalten neue Fähigkeit. Achso, warte mal. Erreiche die Evolution deines Haustiers. Eigentlich eine neue Fähigkeit. Aber ist es eigentlich eine neue Evolution geworden, oder? Finde nicht. Also eigentlich würde ich würde sagen, erreiche die Evolution deines Haustiers. Das ist eigentlich ein Dings hier, oder? Wenn ich hier mal Wallet mache. So. Bei vorigen Folgen haben wir auch ein bisschen mehr geclaimt, dass wir wieder eingeclaimt sind, Jome. So. So, was gibt's hier noch? Okay, ich glaube, das war's hier mit dem Haustier. Hier oben geht's nochmal weiter mit dem Dingstisch. Ich hab gesagt, man muss einfach den Enchanted Table craften, aber irgendwie hat das nicht funktioniert, auch wenn ich einen zweiten crafte. Und warte, ich könnte mal probieren, dass ich einen zweiten crafte, eventuell. So. Und ich kann mal probieren, ob ich vielleicht einen zweiten schaffe. Ob ich einen zweiten schaffe. Ob ich vielleicht einen zweiten Enchantment Table hier mache. Rein theoretisch. Wie gesagt, ihr könnt mal Fanart schicken. Hier, wie gesagt. Ich habe nämlich auch Obsidian hier drinnen. So, 4 Obsidian. Jetzt noch die Main Diamonds. So. Und ein. Nehmen wir mal. 2 Bücher brauche ich. Book.
Warte, wie macht man sich ein Buch? Ich bin dumm. Leder. Haben wir noch irgendwo Leder drin? Wir haben noch safe noch irgendwo Leder drin. Wie macht man sich ein Buch? Ha, Julian 3Q. Sugar Canes. Ich hab eigentlich. Oder hab ich so. Ne, ich glaube, ich hab nur noch unten welche. So. Die Sugar Canes. Die Sugar Canes. Die Sugar Canes. So, da Zucker. Macht man eigentlich Zucker? Könnt man in den Kommentaren schreiben. Macht man eigentlich Zucker aus Zuckerrohr? Ne, ist Zuckerrüben, oder? Ich denke schon aus Zuckerrüben. So. Und dann hole ich mir auch gleich ein Dings hier. Ein, wie gesagt, ein gutes altes Schnitzel. Ja, ich war schon lange nicht mehr bei der Schnitzelfabrik eigentlich. Ich habe schon lange keinen Schnitzel mehr gemacht. So. Und hier wieder nach oben. So. Zurück zu der Eislauf-Story. Eislauf, richtig cool, Junge. Falls du es genau du hier noch nicht gemacht hast, wie gesagt, könnt ihr einfach. Es wird safe irgendwo in Deutschland. Ich weiß nicht. Oh, es gibt ja zum Beispiel in Wien, da wird es mehr oder weniger künstlich gemacht, das Eis. Das heißt, warte mal, Later Edino. So. Ich mach gleich. Weißt du was? Mach ich so. 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 Wie macht man das? So. Leute, bin ich zu dumm? Book and Quill. Bin ich. Am I dumb? Genau, andersrum macht man. So. I am the really dumb. So, ein Buch, ich habe jetzt mehrere gemacht. Ich habe keine Ahnung warum. So, so. Ein Shopping Table. Zählt die Quest jetzt. Leute, endlich zählt sie. Okay. Puh. Das war schon was, Leute. Kann ich gleich noch einlagern, Jo. So, wie gesagt, wenn diese Folge, wenn sie 2000 Likes kriegt. 2000 Likes, wenn wir schreiben, 2000 Likes für diese Folge. Dann machen wir nächstes Dings hier, Case Opening. Und Case Opening heißt Totems öffnen und alles mögliche öffnen. Ja, ich habe jetzt einen Schattenkabel, kann ich vielleicht Dingsen hier. Hashtag Tops hat den Stink. Ja, Hashtag Tops hat den Stink. So, bam. So. Wie gesagt, 2000 Likes, dann machen wir diese Omei. So, jetzt wollten wir noch eigentlich erkunden gehen, weil ihr habt gesagt, Julian, geh erkunden. So, und Tops schreibt wieder Hashtag Julian, Leute. Tops hat einen Sprachfehler, ja? Es heißt nicht Julian. Es heißt Julian. Das gibt's nicht. Hashtag Tops hat einen Sprachfehler. So, was ist das? Hallo? Hallo? Was ist das für ein Haus? Warte mal, war das schon immer da? Nee, oder? Hi? Warte mal, ich? Ich war mal Magier? Ich bin schon seit 2000 Jahren hier. Warte mal, wo ist der hier? Warte mal, ist hier drinnen? Ist ein Hütchen? Hier ist die Tür. Hallo? Die Kugel, die ist mein einzig was ich habe. Was ist ein Magier drinnen? Hallo? Wer ist mein Haus? Hallo? Und dann ist irgend so ein Dings. Das ist ein richtig verlassenes Haus. Lol, warte mal. Hallo? Ich glaube, ich bin ganz unten im Keller drinnen, oder? Aber wo ist der Magier? Hallo? Lol, ist alles ganz verlassen, gell? Hallo, Ali, hallo? Hallo, hallo, ich bin der Flo. Hallo, ich bin der. Wirst du so einen Reim erfinden wie hallo, ich bin der Flo? Nur halt irgendwas anderes, ja? Hallo? Was bist du? Der ist böse. Okay. Hier ist noch Raum. Hier ist aber nichts, oder? Ist alles verwüstet. Hier sind Cobwebs. Ist irgendwas drinnen? Nee. Hallo? Hi! Bist du böse? Hallo? Was ist? Hallo? Wer bist du? Ich bin der Magier der Vergangenheit. Alles klar. Ich bin der Magier, der die Welt ge. Der die Welt ge. Okay. Was die Welt ge. Hallo, schlafst du? Buh! Oh! Hallo? Wo bist du gerade eingeschlafen? Oder was? Huh! Was sagt ihr denn? Huh! Was ist denn? Wer bist du? Ich bin, Julian, der gute, gut aussehende Kaktus hier. Und, lol, ist sogar aufgedingst, gell? Der gut aussehende Kaktus hier. Aus der Nachbargegend. Die Frage ist nur, wer bist du, gell? Wer bist du? Warum hast du so eine komische Kugel? Ich bin
Ich bin einer der Magier von Zeus, der Gott der Blitze. Okay. Diese Kugel ist mein Ein und Alles seit den letzten 200 Jahren. Warte mal, letzten 200 Jahren? Alles klar, die letzten 200 Jahren? Weil du wohnst hier schon 200 Jahren und ich habe sie noch nie hier, dich, noch nie dein Haus hier gesehen. Sie ist die Kugel des Wissens. Eine Kugel des Vertrauens. Die Kugel des Vertrauens. Warte mal, ist das nicht so eine Kugel, die in den ganzen Filmen man sieht? Alles klar, was macht die Kugel? Sie zeigt dir, was in den nächsten 100 Jahren passieren wird. Warte mal, was in den nächsten 100 Jahren passieren wird, Leute. Was in den nächsten 100 Jahren passieren wird. Warte mal, was passiert in den nächsten 100 Jahren mit Persephone oder wie die Tochter von Zeus da heißt? Wenn die Persephone hier, also die Tochter von Zeus, Zeus findet, was passiert da eigentlich? Weil eigentlich hat er gesagt, die will Zeus vernichten und so. Was passiert dann? Sie wird, das darf ich nicht sagen, da mir das nicht erlaubt worden ist. Hä, warte, was? Die Kraft kann ich noch, kann ich nicht überschreiten. So eine Kraft. Also wahrscheinlich irgendeine, warte mal. Ich bin selber nur einer der Magier. Hat Zeus mehr Magier gehabt? Das macht irgendwie alles, keinen Sinn irgendwie. Selber nur einer der Magier. Alles klar, aber Leute, was passiert eigentlich, wenn, was, Leute, ich habe hier was Gutes. Wenn ich alles hier voraussagen kann, was passiert mit Tobs in 60 Jahren? Das würde ich gerne wissen. Wird er dann zu Gustavo oder was? Was passiert mit Tobs in 60 Jahren? Jetzt wiederum. Was sagt sie? Wird eine Glatze haben und selbst nicht mehr, und sich selbst nicht mehr wiedererkennen können. Alles klar. Leute. Das heißt, wir haben erfolgreich eine Mission abgeschlossen. er wird selber eine Glatze haben, alles klar, aber echt nützlich. Warte mal, du bleibst wahrscheinlich safe hier, also mit dem können wir natürlich in die Zukunft schauen, also relativ gut hier. Und danke hier fürs, sorry für das Stören und ciao, alles klar. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, hier, das war's mit der Folge, lasst unbedingt ein Like da und checkt unbedingt Folge ab, da waren wir. Wie gesagt, da ist Goldie hier, hat eine Entwicklung bekommen und lasst ein Like aber da. Und würde ich sagen, 10 von 6 Folge, schreibt in die Kommentare und schickt mir Fanarts über Instagram oder über Discord. Wie gesagt, beide sind Links in der Beschreibung, zweite Links in der Beschreibung mit Discord. Und lasst ein Like aber da und ciao!